Guten Morgen, es ist Sonntag und gestern habe ich nicht wirklich viel gefilmt, außer den Sonnenuntergang am See gestern Abend, weil es irgendwie ein Samstag voller To-Dos war. Und heute Vormittag habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, um kreativ zu sein, und zwar mit den Händen. Ich will gern einen Textausschnitt von mir ein bisschen gestalten und dann später an meine Bilderwand hängen. Genau, und dafür habe ich mir alles bereitgelegt und ich wollte euch noch fix meine Wassertasse für die Pinsel zeigen. Die habe ich an so einem zu verschenken Stand an der Straße mitgenommen und bin sehr glücklich darüber. Also manchmal lohnt es sich wirklich da reinzugucken. Ich finde das eine ziemlich schöne Idee, dass es sowas gibt. So hat die Tasse jetzt bei mir noch Verwendung. Mittlerweile ist Sonntagmittag und ich dachte, ich melde mich nochmal persönlich bei euch. Ich habe meine kleine Kreativzeit beendet. Ihr habt ja auch das Endergebnis gesehen. Ich werde dafür morgen in der Stadt auch nochmal einen Bilderrahmen besorgen, damit ich das da hinten an der Bilderwand noch hinzufügen kann. Genau, und jetzt habe ich mich fertig gemacht und will gleich noch ein bisschen rausgehen mit meinem Freund und das immer noch wunderschöne Wetter genießen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo es hingeht, aber ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und wieder ein paar Szenen einblenden. Genau, ich glaube, viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Zurück. Es war richtig, richtig schön. Wir waren spazieren und Fahrrad fahren und noch einen Tee trinken und ja, rausgehen ist einfach immer eine gute Idee. Also kleiner Reminder an dieser Stelle, rausgehen. Genau, und den restlichen Abend werde ich jetzt noch damit verbringen, ein bisschen zu schreiben und zu lesen. Ich will auf jeden Fall in den nächsten Tagen Der Trafikant beenden und viel mehr steht für heute Abend nicht mehr an. Hallo, es ist Dienstag und ich melde mich bei euch. Gestern war irgendwie ein ziemlich voller Tag, deswegen habe ich nicht gevloggt, aber heute dachte ich, nehme ich die Kamera mal wieder in die Hand. Ich habe heute Vormittag damit verbracht, das neue IGTV zum neuen Text zu schneiden und sonst noch ein bisschen Kram erledigt und war draußen in der immer noch super schönen September-Sonne. Es ist echt eigentlich immer noch Sommer und nicht Herbst. Genau, und habe erst den neuen Podcast von Hotel Matze angefangen zu hören. Mit Joachim Meyerhoff. Ich mag den sehr, da ist ja Autor und Schauspieler und ich habe seine Romane über sein Leben quasi, 4 Stück sind es schon, alle gelesen und geliebt. Vor allen Dingen seinen Schreibstil mag ich unglaublich. Und er hat jetzt noch ein neues Buch rausgebracht und darüber spricht er und über sein Leben und übers Schreiben. Ich finde es sehr spannend, bin aber noch nicht durch. Und dann habe ich aber auch ausgemacht, weil ich festgestellt habe, dass ich irgendwie ja, mich momentan ständig beschalle mit Nachrichten, mit Hörbüchern, mit Podcasts, mit Musik und manchmal ist es einfach zu viel und manchmal merke ich das gar nicht, aber wenn ich es merke, dann genau mache ich auch einfach mal alles aus und habe wirklich nur der Natur zugehört und meinen Gedanken und das tat richtig gut. Ja, es darf auch mal still sein und Stille ist eigentlich kein unangenehmes Geräusch. Genau, das wollte ich euch mit auf den Weg geben. Ansonsten gehe ich jetzt gleich in die Stadt, muss ein paar Wege erledigen und heute Abend gehe ich mit einer Freundin ins Kino.
freue mich unglaublich. Ich war jetzt, seit Corona angefangen hat, nicht mehr im Kino und es ist jetzt echt ein kleines Highlight heute. Hallo, es ist Donnerstag und ich melde mich bei euch. Ich war heute schon arbeiten und danach bin ich direkt in die Stadt geradelt und habe mich da mit meiner Mama getroffen. Die hatte nämlich einen Termin in der Nähe und ist auf ein Stück Kuchen und einen Tee vorbeigekommen. Und es war sehr, sehr schön. Genau, deswegen habe ich nicht so viel gefilmt. Weil ich aber den Vlog jetzt beenden will, dachte ich, zum Ende des Monats passt es ganz gut, wenn ich euch meine gelesenen Bücher aus dem September zeige. Genau, deswegen starten wir jetzt. Das erste Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, war Die Gewitterschwimmerin von Franziska Hauser. Dort geht es um die Familiengeschichte der Familie Hirsch, in der sich quasi ein komplettes Jahrhundert deutscher Geschichte widerspiegeln soll. Ich liebe eigentlich historische Romane und verschlinge die an einem Stück, hatte aber mit Die Gewitterschwimmerin wirklich meine Probleme, weil es nicht chronologisch voranschreitet, sondern zwischen den Zeiten springt. Und das fand ich super anstrengend, weil jede Zeit ja irgendwie ein bestimmtes Gefühl hat und man ist nie komplett oder ich bin nie komplett in dieses Gefühl hineingekommen, dadurch, dass dann schon wieder im nächsten Kapitel eine andere Zeit war. Und dadurch habe ich irgendwie nicht so richtig in die Figuren reingefunden, nicht so richtig in die Zeit. Und ja, insgesamt hat mich das Buch eher enttäuscht. Die Sprache war auf jeden Fall nett, aber auch nicht herausragend. Genau deswegen war das jetzt kein Lesehighlight im September und eigentlich auch keine Empfehlung. Dafür ist das nächste Buch nicht nur mein September-Highlight, sondern mein Jahreshighlight. Ich habe schon oft erwähnt und erwähne es jetzt nochmal, weil ich es so großartig finde. Es geht um Alte Sorten von Ewald Ahrens. In dem Buch geht es um eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem jugendlichen Mädchen und einer erwachsenen Frau, die beide nach dem Sinn des Lebens suchen und sich dabei anfreunden und finden, trotz all ihrer Gegensätze. Es geht um Essstörung, die nur am Rande thematisiert wird und dessen Hintergrund und Tiefe man trotzdem unglaublich gut versteht und viel, viel besser als in Büchern, in denen das Thema explizit ausgeschrieben ist. Die Worte, die der Autor findet, sind so bildlich, dass man dieses Leben auf dem Land, was da geschildert wird, fühlen kann, schmecken kann, riechen kann. Also ein ganz, ganz großartiges Buch und ich bin einfach nur unglaublich begeistert davon. Ja, das Buch, was ich als letztes gelesen habe, war Der Trafikant von Robert Seethaler und auch das Buch mochte ich sehr. Es spielt in Wien der 30er Jahre, es thematisiert den Beginn des Zweiten Weltkrieges, den aufkommenden Judenhass, die Psychoanalyse und nebenbei geht es um das Leben eines jungen Mannes, der wie alle anderen jungen Menschen ja auf der Suche nach sich selbst und nach der Liebe und nach dem Leben ist und das inmitten von diesem Chaos. Ich fand es sprachlich unglaublich gut, ich fand es thematisch unglaublich gut, ich fand es inhaltlich unglaublich gut und auch das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Genau, das war's mit meinen Büchern für den September und das war's auch für diesen Vlog. Ich verlinke euch alles, was ich erwähnt habe, wieder unten und hoffe, der kleine Einblick in meine Woche hat euch gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal.